Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie echt fetzig. In diesem Video geht es um das Thema Redoxreaktionen. Redoxreaktionen spielen in unserem Leben eine große Rolle. So findet man sie bei Stoffwechsel- und Verbrennungsprozessen, weiterhin bei Nachweisreaktionen und auch bei technischen Produktionsprozessen, zum Beispiel bei der Herstellung von Ammoniak, welches als Ausgangsstoff für viele Synthesen dient. In der Klasse 8 hast du auch schon Redoxreaktionen kennengelernt. Hierbei stand eine Teilreaktion der Redoxreaktion besonders im Vordergrund, nämlich die Oxidation. Ursprünglich war für dich die Oxidation eine chemische Reaktion mit Sauerstoff, bei der sich als Reaktionsprodukte Oxide bildeten. Aber die Oxidation ist noch viel mehr. Ein Kennzeichen der Oxidation ist die Abgabe von Elektronen durch einen Stoff, den man Reduktionsmittel nennt. Das Reduktionsmittel ist der Elektronendonator, also der, der die Elektronen spendet. Ob es sich um eine Oxidation oder Reduktion handelt, kannst du daran erkennen, indem du die Oxidationszahlen bestimmst. Steigt die Oxidationszahl eines Elementes von den Ausgangsstoffen hin zu den Reaktionsprodukten, dann handelt es sich um die Teilreaktion Oxidation. Im Gegensatz zur Teilreaktion Oxidation ist die Teilreaktion Reduktion ursprünglich eine chemische Reaktion, bei der einem Stoff Sauerstoff entzogen wird. Nun gibt es aber auch Reaktionen, die Redoxreaktionen sind, obwohl kein Sauerstoff an der Reaktion beteiligt ist. Demzufolge wurde dieser Begriff erweitert. Das Kennzeichen der Teilreaktion Reduktion ist die Aufnahme von Elektronen durch einen Stoff, den man Oxidationsmittel nennt. Dieses Oxidationsmittel ist der Elektronenakzeptor. Achte hierbei auf die Fachsprache. Obwohl der Stoff die Elektronen akzeptiert, also aufnimmt, heißt er nicht Akzeptator, sondern Akzeptor. Wenn die Oxidationszahl eines Elementes von den Ausgangsstoffen hin zu den Reaktionsprodukten sinkt, handelt es sich um die Teilreaktion Reduktion. Wie du schon merkst, ist die Redoxreaktion eine chemische Reaktion mit Elektronenübergang. Es werden also vom Reduktionsmittel Elektronen abgegeben, die vom Oxidationsmittel aufgenommen werden. Beide Teilreaktionen laufen also gleichzeitig ab. Genauer betrachten wir die Redoxreaktion an einer Beispielreaktion. Dafür habe ich mir die Synthese von Natriumchlorid ausgesucht. Die beiden Ausgangsstoffe sind Natrium und Chlor. Wichtig ist zu beachten, dass Chlor in der Natur als Molekül vorkommt. Nach dem Aufstellen der Reaktionsgleichung und dem damit verbundenen Ausgleichen der Reaktion werden jetzt die Oxidationszahlen bestimmt. Natrium bekommt als einzelnes Atom die Oxidationszahl plus minus 0. Mit Chlor wird genauso verfahren, also auch plus minus 0. In der Verbindung NaCl bekommt Natrium eine positive Oxidationszahl, und zwar entsprechend der Hauptgruppennummer plus 1, Chlor hingegen minus 1. Solltest du dich nicht mehr an die Oxidationszahlbestimmung erinnern können, schau gerne noch einmal im Video Oxidationszahlen bestimmen nach. Nun kannst du die gerade gelernten Grundlagen anwenden. Du suchst dir also den Partner heraus, dessen Oxidationszahl von den Ausgangsstoffen hin zu den Reaktionsprodukten ansteigt. Das ist dann Natrium. Die Oxidationszahl steigt von plus minus 0 auf plus 1. Hier liegt also die Teilreaktion Oxidation vor. Die Oxidationszahl von Chlor sinkt von den Ausgangsstoffen plus minus 0 hin zu den Reaktionsprodukten auf minus 1. Das heißt, hierbei handelt es sich um die Teilreaktion Reduktion. Hierzu sollte man jetzt noch die einzelnen Teilreaktionen aufstellen können. Beginnen wir mit der Teilreaktion Oxidation. Du musst bedenken, dass Natrium die Edelgaskonfiguration erreichen möchte. Entsprechend der Hauptgruppennummer, nämlich 1, ist es für das Natriumatom energetisch günstiger, ein Elektron abzugeben, statt 7 Elektronen aufzunehmen. Natrium ist somit der Elektronendonator, also das Reduktionsmittel. Es gibt ein Elektron ab, somit entsteht also ein Natriumion und das abgegebene Elektron. Für das Chloratom ist es energetisch günstiger, ein Elektron aufzunehmen, statt 7 Elektronen entsprechend der Hauptgruppe abzugeben. Demzufolge stellt Chlor bei dieser Reaktion den Elektronenakzeptor, also das Oxidationsmittel, dar.
Ein Chloratom müsste ein Elektron aufnehmen, um die Edelgaskonfiguration zu erreichen. Es entsteht also ein Chloridion. Da Chlor in der Natur, wie schon gesagt, nur als Molekül vorkommt, muss ich alles verdoppeln. Ein Chlormolekül nimmt zwei Elektronen auf und es entstehen zwei Chloridionen. Gleichzeitig brauche ich nun zwei Natriumatome, sodass dann zwei Elektronen, nämlich die hier, dahin abgegeben werden können. Und somit entstehen auch zwei Natriumionen. Jetzt bist du dran. Aluminium reagiert mit Fluor zu Aluminiumfluorid, um zum Beispiel als Zahnpasta-Zusatz genutzt zu werden. Formuliere die Teilreaktion für die Elektronenabgabe und Elektronenaufnahme sowie die Reaktionsgleichung für den Elektronenübergang. Halte nun das Video an und löse die Aufgabe. Vergleiche deine Lösung mit der Lösung hier, stoppe dazu das Video. Zusammenfassend halte ich fest, dass man Redoxreaktionen im Alltag findet. Eine Redoxreaktion ist eine chemische Reaktion mit Elektronenübergang. Es gibt die Teilreaktion Oxidation und die Teilreaktion Reduktion. Beide Teilreaktionen laufen gleichzeitig ab. Übertragen gesagt kannst du dir Redoxreaktionen wie folgt vorstellen. Dein Kumpel hat immer Schokolade dabei. Irgendwann ist ihm die aber zu viel und er möchte dir etwas davon abgeben. Wenn er die Schokolade nicht allein essen muss, ist er glücklich. Er bekommt eine positive Ladung entsprechend der Anzahl der Schokoladenstücken, die er abgegeben hat. Dein Kumpel ist in dem Fall der Schokoladendonator. Die Schokolade steht für die Elektronen. Im Gegensatz zu ihm hast du Schokoladenhunger und wirst zum Schokoladenakzeptor. Du nimmst die Schokoladenstücken also gerne auf. Sei auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Chemie echt fetzig.